Ja, hallo und willkommen zu einem zweiten Video. Hier geht es wieder um ein Klickspiel in PowerPoint. Ich habe gesagt, wir nähern uns dem Programm etwas spielerisch. Also hier jetzt das zweite Video zu einer möglichen Spielvariante. Ich habe jetzt hier so eine Startfolie. Hier habe ich schon ein Element. Da ist, sieht man auch, wenn man mit der Maus drauf geht. Hier entsteht dann so eine Hand, wenn man hier dann klickt. Dann kommt man auf die nächste Folie und hier habe ich jetzt die Möglichkeiten, von dieser Frage ausgehend auf diese Felder zu klicken. Wenn ich hier falsch klicke, dann kann ich hier zurück zum Start. Hier ist dann die Frage, sollte man wieder ganz zum Anfang zurückspringen oder zur Frage zurück? Je nachdem, wie man das Ganze gestalten will, ist es halt etwas aufwendiger oder dann einfacher. Wenn man dann die richtige Variante hier auswählt, dann kommt man auf eine nächste Folie hier, färbt sich dann automatisch das Feld grün und hier kann man dann zur nächsten Folie klicken und zur nächsten Frage gehen. Ja, wie funktioniert das jetzt genau? Ich zeige hier mal, wie dieses Spiel aufgebaut war. Hier also diese Startfolie mit diesem Element, das dann auf die nächste Folie verwiesen hat. Hier Elemente, die dann entweder hier ins Falsche, also ins Leere gingen. Also ich habe jetzt hier die drei falschen Antworten, die gehen dann auf diese Folie hier. Und wenn man die richtige Antwort anklickt, dann kommt man hier auf die Folie 3. So, dann machen wir uns mal unser eigenes Spiel. Ich mache einfach eine neue leere Folie, Layout, da machen wir mal das Ganze leer. Das schieben wir noch so hin. So, dann wählen wir gleich mal einen schönen Hintergrund aus. So, das Ganze können wir noch größer machen. Okay. Ausmitteln. Mag er nicht. Okay. Dann nicht. So, einfügen. Formen. Jetzt brauchen wir diese Schaltfläche. Hier schreiben wir rein Spiel starten. Auch wieder etwas größer machen. So, und hiermit können wir jetzt erst wenig anfangen. Wir brauchen also mindestens noch eine Folie, so dass wir dann hier diesen Button zum Button machen können. Also hier dann auf Einfügen, Aktion und Mausklick, Hyperlink zur nächsten Folie, okay. Und wenn man jetzt hier draufklickt, dann kommt man praktisch auf die nächste Folie drauf. Wir bauen es uns erstmal schrittweise auf. Und dann testen wir das Ganze. So, Folie 2. Hier brauchen wir wieder mehrere Formen. Ich mache mal hier oben immer diese Frage rein. Und dann noch brauchen wir vier Antwort-Button. Nehmen wir auch das hier. Vielleicht in einer anderen Farbe. Und damit die Größe gleich bleibt, kopieren wir uns die. Und hier habe ich meine Ordnerlinien. Okay, jetzt kann ich das hier ein bisschen ausrichten. Okay. So, jetzt brauche ich drei falsche Antworten und eine richtige. Ich gebe hier mal die falsche ein. So, also diese drei Varianten hier sind falsch. Hier diese zweistellig gegliederten numerischen Zahlen, die sind richtig. Und jetzt brauche ich einfach eine Kopie von dieser Folie. Da sage ich dann Folie duplizieren. Und hier auf der dritten Folie kann ich sagen, okay,
Das Ganze soll grün sein. Das wäre dann praktisch die richtige Antwort. Und dann brauche ich eine neue Folie. Und hier sage ich dann, nehme ich gleich das Textfeld her. So, jetzt habe ich wieder meine vier Folien. Also, Spiel starten, Hyperlink zur nächsten Folie. Dann verlinke ich praktisch jedes dieser Kästchen auf die letzte Folie, wo dann steht falsche Antwort und Neustart führt dann wieder zum Anfang des Spiels. Also, dann, ja gut, wir können noch eine Folie machen. Die dupliziere ich mal wieder, Folie duplizieren, weil es soll ja vielleicht auch ein Ende geben. So, also, wie gesagt, einfügen, Aktionen. Hyperlink zur letzten Folie. Okay. Aktion zur letzten Folie. Letzte Folie. Okay, und die richtige Antwort. Aktion Hyperlink, das ist dann die Folie Nummer 3. So dass wir dann praktisch hierher kommen. So, und dann könnte man an der Seite noch ein Textfeld setzen. Und hier sind wir gerade bei der Frage 1. Also können wir das hier anders einfärben und dieses Textfeld dann kopieren auf die anderen Felder, sodass man dann praktisch hier wieder weiterkommt. Ich dupliziere mal diese Folie nochmal. Eigentlich wollte ich die hier duplizieren. Genau. So, sodass man dann sagen kann, okay, wenn ich hier auf die richtige Folie geklickt habe, dann komme ich mit der Frage 2, Rechtsklick, Hyperlink, komme ich auf diese Folie 4. Und bin dann hier dann praktisch bei der nächsten Frage angelangt. Also, erste Folie, Spiel starten, nächste Folie, Frage mit drei Schaltflächen, die auf die letzte Folie verlinkt werden. Hier den Neustart, da kann ich auch wieder sagen, Aktion, Hyperlink zur ersten Folie. Also, wenn ich dann möchte, dass das Spiel wieder von vorne beginnt. Und hier diese drei Verlinkungen, die führen auch zur letzten Folie. Nur die richtige Antwort führt auf diese Folie hier. Und mit diesem Link hier entsprechend komme ich zur nächsten Frage, die ich hier dann entsprechend formulieren kann. Und so geht es immer weiter und weiter. Jetzt testen wir das Ganze mal. Ja, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist bei den Übergängen. Da steht hier immer standardmäßig bei Mausklick nächste Folie drin. Das müssen wir natürlich rausnehmen und zwar für alle dann übernehmen, weil sonst würden wir uns einfach so durchklicken können
ohne dass wir hier über diese Verlinkung auf die nächsten Folien kommen. So könnte man dann einfach so durch dieses Spiel dann navigieren. Okay, also hier steht Spiel starten. Ich klicke hier drauf. Das ist also die nächste Folie. Ich sehe hier, wenn ich mit der Maus drüber wische, dann habe ich immer eine Hand. Wenn ich hier drauf klicke, falsche Antwort, Neustart, Spiel starten, auch die falsche Antwort. Und nur hier, da komme ich zur richtigen Antwort. Und hier kann ich dann zur Frage 2 wechseln. Und hier muss ich natürlich dann entsprechend eine neue Frage formulieren.